Hallo und herzlich willkommen beim Pits Blog. Wir haben heute vier ganz besondere Gäste hier, und zwar vier junge Skispringer. Pits wird in der kommenden Saison diese vier Skispringer sponsern. Bist du eigentlich auf Skispringen gekommen? Früher war ich Alpinrennläufer. Das war meine erste sportliche Karriere, was ich verfolgt habe. Und dann war es so, dass der Toni Innauer damals einen Talentewettbewerb veranstaltet hat. Ich habe mir gedacht, ja, das passt gut für mich, weil ich beim Skispringen eigentlich eh schon, beim Skifahren eigentlich eh mehr herumgesprungen bin als gefahren. Ja, das war eigentlich eher Zufall. Ich bin früher eher unsportlich gewesen, habe mal den Sport probiert, dann einmal nix. Und dann eines Tages hat nachher mein Mann gesehen, ja, junge Adler gesucht. Ja, ist natürlich so, jetzt mit meine ganzen Onkel waren Skispringer, auch väterlicherseits. Das liegt ja natürlich nahe, dass man dann einen ähnlichen Weg einschlägt. Was fasziniert dich so beim Skispringen? Wenn man da runterspringt, man hat einfach überhaupt keine Gedanken. Es ist so eine Art Leere im Kopf. Man hat keine Sorgen, man denkt nichts und man schwebt eigentlich nur so durch die Luft. Und das ist ja fast unbeschreibliches Gefühl. Wenn ich oben bin auf der Schanze, mache einen Sprung und unten zieht es einen Smile auf, weil du einfach zufrieden bist mit dem Sprung, weil es dir taugt. Das fasziniert mich am Skispringen. Was geht dir durch den Kopf, während du springst? Skispringen ist einfach eine Bewegung, die was im Gehirn gespeichert ist und die was eigentlich abgerufen wird. Und man denkt da nichts. Also ich versuche in jedem Sprung den so zu machen, als wäre es mein erster, also ohne Vorbelastungen. Und immer das Maximale herauszuholen. Man denkt eigentlich, solange man oben am Balkon sitzt, denkt man, ob man jetzt alles richtig gefunden hat und so, als nichts vergessen hat praktisch. Und sobald man vom Balkon losfährt, schaltet man praktisch ab. So. Und dann sich nur mehr aus dem Schwung und erst wieder, wenn man unten praktisch ausfährt, dann kann man wieder normal denken, normal realisieren. Was sind deine sportlichen Ziele für heuer? Ja, der Fokus liegt jetzt auf jeden Fall einmal bei der Juniorenweltmeisterschaft und natürlich auch bei der Vierschanzentournee. Bei dieser Gelegenheit kann man natürlich auch schon den Grundstein legen für eine eventuelle Empfehlung für die WM in Oslo. Der optimale Plan wäre in Engelberg in den Weltcup einzusteigen und dann pünktlich zum Tourneestart in Oberstdorf als Weltcup-Springer wettkämpfen zu dürfen. Heuer liegt natürlich das Hauptaugenmerk auf der JWM, der Junioren-WM. Dann wäre es extrem schön, wenn ich bei der Vierschanzentournee in der nationalen Gruppe starten könnte. Ja, ganz bestimmt Conti Cup ganz vorne dabei sein, Weltcup-Einsätze und dann schauen wir, wie es weitergeht. Hast du Vorbilder? Ich versuche mir von den Top-Leuten, von vielen Top-Leuten, irgendetwas abzuschauen. Mein Großvater, der Vater von Ernst Vidor, er ist wirklich eines meiner Vorbilder, weil er ist jetzt mittlerweile mit 76 Jahren immer noch intensiv am Sprungsport beteiligt, sofort noch zu allen Wettkämpfen hin und ist auch wirklich noch ein sehr guter Trainer. Jeder sagt, dass er Vorbilder hat, aber ich sage, dass ich viele Vorbilder habe, von denen man immer ein bisschen was rauszupft. Wenn ich an einem Vorbild festhalte, kann ich nur bis zu dem Vorbild auf selbe Niveau wachsen. Und um der Beste zu werden, muss man über so manche Vorbilder hinauswachsen. Und das soll das Ziel sein. Was bedeutet es dir, Pizza-Sponsor zu haben? Bets verbinde ich mit meiner Kindheit. Man ist aufgewachsen mit Bets, ich habe sehr viel Bets zu Hause gehabt und es ist einfach, man kehrt wieder zur Kindheit zurück und es ist einfach super. Bets hat einen Kultstatus, das kennt ja jeder. Und ich finde, es macht einfach einen riesen Spaß mit der Marke, mit dem Logo am Kopf, sich zu präsentieren. Es ist Hammer eigentlich. Es ist eine Marke, die ist flippig, jung und hat aber doch den Kultstatus. Also er spricht von 80-Jährigen bis zu den Kindern. Jeder kennt die Marke. Und man ist einfach Teil der Zeit. Und ja, ich finde es genial eigentlich. Bester Sponsor. Ist wirklich lässig.